Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute habe ich ein Video für dich mit vielen Tipps, Tricks für Frühlingsblüher, Zwiebel, Pflanzen, Sätzen und dann eine ganz tolle Deko in Backform oder wenn du möchtest sogar in einem Kochtopf, was du zu Hause hast. Mit Tipps und Tricks und wie einfach das geht. Das möchte ich dir ganz gern jetzt zeigen. So, was brauchen wir? Ich habe jetzt mal eine Reihe Backformen schon hingestellt. Du kannst auch eine Glasbackform nehmen. Silikon geht nicht so, das ist so flexibel. Wenn du es eine Silikonbackform auf ein Tablett stellen würdest, dann würde es gehen. Ich habe jetzt die rausgesucht. Hast du neue Backformen, würde ich sie auf jeden Fall mit Frischhaltefolie auslegen. Nicht, dass sie durch die Erde und Gießwasser und so Flecken bekommen oder teilweise anfangen zu rosten. Das als Vortipp. Dann kommen wir zu meinen Blumenzwiebeln. Und das ist jetzt auch so ein Tipp von mir für dich. Ich ziehe mir meine Frühlingsblüher, meine von den Blumenzwiebeln alle selbst. Und zwar kaufe ich dann meistens im Discounter die Blumenzwiebeln, die übrig geblieben sind. Und da habe ich dieses Jahr bestimmt 250 Stück gelegt, gesteckt, einfach in Töpfe, die ich zu Hause hatte, die ich dann auch zur Bepflanzung übers Jahr nehme. Und das war dann schon Ende Oktober, teilweise Anfang November. Und dann pflanze ich mir die und stecke die einfach in Blumenerde. Darauf achten, dass auf jeden Fall an der Unterseite von dem Topf, den du verwendest, ein Abgussloch ist, weil auch die Blumenzwiebeln müssen etwas gegossen werden, sonst trocken sie aus. Also in ganz trockene Erde geht es auf gar keinen Fall. Dann stelle ich die immer in einen kühlen, etwas abgedunkelten Raum. Bei dir empfiehlt sich vielleicht die Garage. Das darf bloß nicht geheizt sein. Bei mir ist es zum Beispiel der Stall. Wir wohnen in einem Fachwerkhaus und da sind Stallungen noch daneben und da passt das ganz prima. Und dann ziehe ich mir die töpfeweise meine Blumen selber und jetzt sind sie schon da. Und dann nehme ich die zur Verpflanzung und teilweise stelle ich auch komplett die Töpfe dann raus, als Deko mit ganz vielen verschiedenen Blumenzwiebeln reingesetzt. So, und jetzt kommen wir aber zur Deko in der Backform. So, ich nehme jetzt mal die längliche. Das gleiche geht auch wirklich mit der Runden ganz toll. Plus dann noch einem Deko-Tipp, dass man da auch wirklich Schnittblumen noch dazu stecken kann. Das zeige ich aber nachher. So, jetzt noch eine Herzensangelegenheit von mir. Bitte, bitte, wenn die Blumenzwiebeln verblüht sind, dann werft sie nicht weg. Lasst sie irgendwo dürr werden, so richtig trocken die Blätter und dann pflanzt sie raus in den eigenen Garten, wenn ihr habt. Dann könnt ihr das auch auf dem Balkon in der einen großen Blumenkübel machen, dann kommen sie jedes Jahr wieder. Man kann dann auch in dem Blumenkübel natürlich später die Sommerbepflanzung, Geranien, Belis, alles Mögliche dann auch noch pflanzen. Und wenn ihr das alles gar nicht habt, dann geht doch einfach in den Park und pflanzt sie da aus. Nicht wegwerfen in Müll oder im Komposter oder so, ist viel zu schade. Ich benutze meine Blumenzwiebeln auch immer wieder aufs Neue. Und dann blüht und grünt es immer rundherum. So, die Backform habe ich mit Frischhaltefolie ausgelegt. Das ist eine neue, das ist jetzt eine alte. Die hätte ich so genommen, aber ich benutze heute mal die. So, da hinein kommt dann unten her, wenn du hast etwas Sand oder Kieselsteine. Es geht auch ohne. Und ansonsten füllen wir es jetzt erstmal dreiviertel voll mit Blumenerde. So, die Blumenerde ist drin. Und dann habe ich mir einfach draußen noch ein bisschen Brennholz geholt. Rinde, irgendwas, was du hast. Ein Zierast, irgendwas, was da ist. Und das klemme ich mir in den Hintergrund. So. Jetzt noch ein bisschen Blumenerde drauf. Ich kann meine nehmen aus dem Anzuchttopf. So. Bei der runden Form setze ich die Rinde ganz gern nur mittig rundherum, dünne Rinde, damit die ein bisschen hoch steht, aber dass ich noch an die Aussparung komme. So, und jetzt setze ich mir schon mal meine Blumenzwiebeln rein.
so hoch, wie sie auch in der Blumenerde gesessen haben. Hier brauche ich noch ein bisschen mehr Erde. Und das gieße ich dann auch etwas an. Nicht sehr viel, aber ein bisschen Feuchtigkeit brauchen die auch, sonst trocknet es wirklich aus. Und so habe ich dann immer viele Deko-Blumen. So hat ja nicht jeder so viel Pflanzen wie ich. Aber ich bepflanze halt auch den ganzen Hof dann. Wir haben einen großen Hof, Balkon, Terrasse. Und ich liebe das. So. Ist die Tulpe drinne. Was nehme ich noch dazu? Dann habe ich jetzt schon mal mein Grün und die Tulpen kippen ganz gern. Die bleiben nicht unbedingt so, wie ich das gern hätte. Deswegen stabilisiere ich die immer ein bisschen. Dazu habe ich mir nochmal einen Ring gebogen. Das ist einfach der Kerzenring. Ich stelle da nochmal in die Infokarte oben das Video dazu mit Efeu. Der passt auch ganz super toll dann in der runden Form. Ich möchte es nur erstmal hier drüber hinlegen. Kommt noch mehr. So, dann habe ich mir draußen noch Äste geholt. Und dann setze ich mir die schön über Kreuz, dass meine Tulpe auch wirklich schön lange steht. Den Ring tue ich ein bisschen mehr nach unten. Und dann habe ich mir noch zwei grüne Ästchen draußen geholt. Vom Wacholder. Also irgendwas immer Grünes, auch Buchs geht ganz toll. Und das setze ich mir nochmal in den Hintergrund, wie so eine Hecke oder ein bisschen eine Waldlandschaft. Hält auch meinen Ring nochmal so ein bisschen. So. Dann habe ich von draußen Moos, das lege ich noch ganz gern auf. Auch noch mal einen Zapfen dazu. Der ist jetzt ein bisschen mächtig. Und so arrangiere ich mir das. Auch mal so einen kaputten Zapfen. Es wirkt einfach schön. Und es soll wirklich sehr natürlich sein. So. Und schon ist es soweit fertig. Was ich immer ganz schön finde, wenn man sowas dekoriert. Und die sind noch nicht ganz aufgeblüht. Dann kann man noch mal vielleicht eine künstliche Blüte dazulegen. So als Augenschmaus. Und dann zeige ich noch mal was anderes dazu. Ich nehme ganz gern noch ein bisschen Sisal immer dazu. Das lockert irgendwie ein bisschen auf und legt das so noch ein bisschen fein dazu. Und dann mag ich halt, weil jetzt wir dann auch irgendwann, ich meine, muss noch ein bisschen hin, Ostern haben, dann lege ich so kleine Federn ganz gern noch hinein. Jetzt nehme ich mal natürliche Braun und Weiß. Zu Ostern kann man dann noch kleine Mini-Deko-Eier einlegen und vielleicht noch ein Häschen dazu setzen. Ob jetzt in Weiß oder Braun, ist dann dir überlassen. So, und dann wäre es soweit schon fertig. Und dann zeige ich es noch mal ein bisschen arrangierter. Und so schön wirkt das dann. Die Tulpe geht natürlich noch weiter auf. Die anderen Frühlingsblüher kommen dann auch noch. Und dann zeige ich noch mal ein Trick und einen Tipp mit der runden Form. Wenn du die runde Form fertig arrangiert hast, dann nimm doch einfach ein Gläschen mit Wasser und stell das unten rein. So, und dann kannst du da in die Mitte noch Schnittblumen reinmachen. Das sieht auch ganz toll aus. Man kann sie immer wieder auswechseln und hat dann immer eine frische Deko, weil man ja weiß, die Tulpen halten nicht lange. Aber dann könnte man dann Schnittblumen reinmachen und das wirkt dann auch wunderschön. So einfach wären dann die Schnittblumen da drin. Und bitte denkt dran, auch die Blumen, Zwiebel, wie gesagt, ein klein bisschen angießen, nicht die Erde ganz trocken benutzen.
Und dann hoffe ich sehr, meine Idee, meine Deko-Tipps haben dir gefallen. Du schaust wieder mal rein, mich würde es riesig freuen. Hab eine wundervolle Zeit, alles Liebe und bis wieder mal. Tschüss.